MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Ich bin der Puppenspieler. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir befinden uns auf der Karte Bad Hügelsdorf 2020, wie angekündigt, auf der neuen Linie 303 vom Hauptbahnhof nach Wieseneck, Friedhof über den Schweigroter Platz. Entschuldigung. Dieses Mal mit dem Eurobus Repaint und wer die letzte Folge gesehen hat und sich das Vorwort angesehen bzw. angehört hat, der weiß auch, ja, es gibt auch Veränderungen an den Bussen. Durch die Z-Wars natürlich kann man die Euro 5 oder die Euro 6 Varianten wählen. Man kann an den Türen ein bisschen was machen, aber nur am Aussehen. Es gibt keine Innenschwenktüren und dann gibt es noch die verschiedenen Sitzvarianten für den Rolli-Bereich. Hier haben wir den Notsitz mit den Klappsitzen und dann gibt es noch die Rolli-Lehne. Dann, wie gesagt, die Außenschwenktüren, die dann etwas anders aussehen. Einfach ein anderes Modell. Und ja, mit oder ohne Gepäckablage. Wir haben vorne, haben wir jetzt welche in der Eurobus-Variante. Das gibt es dann auch ohne. Das ist alles so über die Z-Wars machbar. Jetzt hängt OMSI sich auf. Das ist sehr praktisch. Schwarzes Bild. Zack. Und bitte wiederkommen. Dankeschön. Jetzt. Aha, geht. Joa, genau. An der die 307 ist dann noch was mit den Haltestellen dazugekommen und schaut euch einfach mal den Facebook-Post von Bad Hügelsdorf 2020 an. Auch den Spiegel kann man verändern. Wir haben jetzt hier den Plastikspiegel. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Linie 303 hält ja am Hauptbahnhof am Bussteig 6. Und leider, hier wurde sie mir eben noch angezeigt. Allerdings wird sie hier nicht angezeigt. Sie steht nicht auf den Haltestellenschildern drauf am Hauptbahnhof. Das ist ein klitzekleiner Schönheitsfehler, den man da noch beheben muss. Hier haben wir die 312. Hier hält allerdings die 303 zum Augustaplatz und das Eurobus Shuttle an Bussteig 5, aber wie gesagt, die 303 in Richtung Friedhof hält. Auch hier ist sie drauf zum Augustaplatz. Und hier ist die 12 zum Bertholdplatz. So, wir fahren auch bald los. Ah, ja, ja, ja. Zack, ein. Ah, nein. Aha. Wartung. Ja, nee, nicht Wartung. Den hier. Da und den da. Danke. Alfred Brunnerweg. Genau. Ist der. Nein, wieso denn Alfred Brunnerweg? Was? Warum? Jetzt muss ich gerade selber mal schauen. Home. Doch, hier ist es richtig. So. Na. OMSI. Du sollst doch. Alfred Brunnerweg. Ein. Ja, er hat eben schon Hauptbahnhof angesagt und jetzt sagt er halt Alfred Brunnerweg die ganze Zeit. Warum auch immer. So, wir fahren ab um 14.21 Uhr. Wir stellen die Uhrzeit entsprechend vor.
auf 14.19 Uhr und hoffen, dass jetzt hier dann auch jemand einsteigen möchte. Aber irgendwie... Ah, doch, jetzt. Hallo. Dachte erst, wir stehen falsch, aber im Fahrplan steht... Im Fahrplan... Hallo. ...steht ja auch Bussteig 6. Und wie gesagt, ich finde das Eurobus Repaint, das finde ich echt schick, das gefällt mir. Hallo. Hallo. Ja, ich hätte ein bisschen näher ranfahren können. Ja, hallo. Ach, hallo. Aber die Fahrgäste können auch einfach einen größeren Schritt machen. Das müsste dann hier auch die Euro 6 Variante sein, weil wir hier die Zierleiste von MAN haben. Ich meine, die wäre bei den Euro 6ern da und bei den Euro 5ern gibt es die noch nicht. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich da Scheiß erzähle. Ich finde das Nummernschild toll. BH. Ja, ja, ne. Weiß, doofer Witz. Ist okay. Wieseneck, Friedhof. Eine Minute. Ach, Omsi. Also heute hast du echt... Oh, schön. Mit Druckpunkt. Also die Tür wird via Anpressdruck luftdicht verschlossen. Sagt man das so? Wieso darf die Feuerwehr hier rein? Was will... Die da? Weiß das einer? Das ist doch eigentlich auch nicht gewollt, oder? Die soll doch hier nicht reinfahren. Boah, der Sensor scheint auch auf dem Kopf. Der letzte Dreck. Besonders, weil die Feuerwehr dann da auch wieder rausfährt. Also ich glaube, das soll nicht so sein. Das sind halt kleinere Schönheitsfehler. Das kann passieren. Und die parken aber auch nett. Klapper, klapper, klapper. Alfred Brunnerweg. Hallo. Servus. Servus. Und sie ist heute echt gut, ne? Es ist übrigens die SB1, nicht die SB81. Es ist die SB1. Sinsheimer Straße. Ja. Kaffee steht auch schon hier. Wunderprächtig. Wunderbar. Bitte die nächste Haltestelle anfahren. Wir schicken die Polizei. Okay, aber dann lasse ich keinen raus, oder? Nein, das wäre ja nicht klug. Oh.
Ah, wieder so ein Funkspruch. Oh, dann lasse ich aber keinen raus. Oh, ja. Naja. Es gibt den einen oder anderen, der es wahrscheinlich lustig findet. Ich allerdings. Es tut mir leid. Ich kann dem nichts. Ich kann diesen Funksprüchen. Ich finde, manche kann man gar nicht mal so nennen. Ich finde die einfach fehl am Platz. Irgendwie. Weil wenn ich Funksprüche einbaue, dann doch bitte wirklich realgetreu nach Funkdisziplin. Aber, naja, gut. Es bringt den einen oder anderen sicher zum Lachen. Mich hat es ja auch schon zum Lachen gebracht. Hallo. So ist das ja nicht. Ja, hallo. Ja, und auch die Fahrgaststimmen so. Ja, hallo. Ich würde gerne erleben, dass ihr so einen Busfahrer begrüßt. Ja, hallo. Und wenn es eine Busfahrerin ist, dann könntet ihr vielleicht sogar noch Probleme kriegen, weil sie sich angemacht fühlt oder belästigt fühlt. Und dann wird es dann richtig stressig. Mit ja, hallo. Also, es würde mich nicht wundern, wenn ihr euch direkt wieder rausschmeißt. Zu Recht. Ah, die ist noch grün. Jetzt, wo ich es gerade sehe, sehr schick angezogen. Das gefällt mir tatsächlich. Also ich finde die Farbkombination, die finde ich echt cool. Hübsch. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen bei den, zum Beispiel bei den KI-Menschen-Packs. Da sind so ein paar dabei, wo ich sage, ja. Muss man nicht haben. Das ist auch cool. Das sehe ich ja jetzt erst. Aha. Bad Hügelsdorf. Das ist nett. Boah, Omsi. Was ist denn heute los? Also es sind ja auch einige Texturen verändert worden. Ja, genau. Und eine Polygonreduzierung hat stattgefunden, aber Omsi scheint so an manchen Ecken noch Probleme zu haben. Ja, also ein bisschen aufs Gas treten, damit wir hier auch hochkommen. Boah. Ja, da hat er Mühe, da hat er Mühe. Ah, hier diese Steintextur, die finde ich auch ein bisschen unglücklich gewählt, aber gut. Aber was ich mich gerade frage, da war doch... Noch eine Haltestelle? Ja, hier. Ah!
Entschuldigung. Ah, hier hält der Nachtbus. Ah, okay. Der hat eine eigene Haltestelle. Oi, oi. Ja, warum auch nicht? Ich überlege, ob wir die Nachtlinie auch fahren. Am Buckel. Ich denke aber schon. Also ich sehe keinen Grund, warum nicht. Ich fahre zwar nicht gerne nachts, aber ich denke, die können wir schon fahren. Ich habe tierische Kopfschmerzen. Das liegt aber echt am Wetter. Und das sind dann auch keine Kopfschmerzen irgendwie, die ich mit Tabletten schnell wegkriege oder so. So Otto-Normal-Kopfschmerzen, sondern das sind Kopfschmerzen, die einfach mit meiner Schwerbehinderung, mit meinen kaputten Augen zu tun haben. Und ja. Dankeschön. Das kriegt man dann mit Tabletten nicht so weg. Die Schmerzen werden zwar gelindert, aber dieser Druck, der ist dann halt einfach noch da. Aber trotzdem wollte ich ein bisschen Omsi aufnehmen. Ich kann es eh nicht ändern mit den Schmerzen. Und es lenkt ein bisschen ab. Hier Leitstelle, was gibt es? Ich stehe hier am Speikroter Platz, Kreuzung Wiesenecker Straße und Rheinstraße. Mir ist eben so jemand reingefahren. Mit einem LKW. Okay, du hattest doch hoffentlich Vorfahrt, oder? Naja, so richtig. Aber ich habe ihn gerufen. Vielleicht, aber auf Geld gewesen. Wir informieren die Polizei. Mann, ohne dich wäre unsere Werkstatt echt arbeitslos. Ja. Hört sich ja so an, als würde das öfter vorkommen. Da wäre nicht nur die Werkstatt ohne ihn arbeitslos, sondern er wäre wahrscheinlich auch sehr schnell arbeitslos, weil... A, würde das kein seriöses Unternehmen lange mitmachen und B, wäre auch schnell seinen Führerschein los, weil man ihm nämlich dann unterstellen kann, dass er fahruntauglich ist. Er ist nicht in der Lage dazu, ein Fahrzeug sicher zu führen. Diesen Umstand, den gibt es tatsächlich. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit. Dafür gibt es ja auch die MPU zum Beispiel. Und man braucht aber nicht mal die MPU, um das festzustellen, sondern es geht auch tatsächlich einfach so, indem man sagt, okay, du hast jetzt, was weiß ich, innerhalb eines kurzen Zeitraums so und so viele Unfälle gebaut, verursacht, verschuldet aufgrund von Missachtung der Straßenverkehrsordnung. Und wenn das nachweisbar ist, dann kann man auch so die Fahruntauglichkeit aussprechen, beziehungsweise man sagt dann einfach, die Person ist aufgrund seines Verhaltens nicht dazu in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen, ohne sich und andere zu gefährden. Und dann ist der Lappen weg. Das ist dann einfach so. Was viele immer so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, der Führerschein oder die Fahrerlaubnis, wie man es auch nennen mag, ist ja nichts anderes als die Bescheinigung, dass man in der Lage dazu ist, körperlich und psychisch ein Fahrzeug sicher zu bewegen. Und diese Bescheinigung kann halt auch zurückgenommen werden. Wenn die Voraussetzungen nämlich für das Führen eines das sichere Führen eines Fahrzeuges nicht mehr gegeben sind. Ja. Das gibt es alles.
Also mir hätte man den Lappen längst abgenommen, wenn ich einen hätte hier. Aber in der Realität würde ich niemals so Auto fahren. Zap! Ach, guck mal, haben wir noch gut gemacht, oder nicht? Wieseneck, Friedhof. Ah! Wir würden... Okay, wir würden jetzt dann zum Augustaplatz fahren. Das ist dann Wechselläufer, 303... Hauptbahnhof, beziehungsweise 306. Hä? Was fahre ich denn jetzt nach Fahrplan? Ah, da hat er wieder... Ja, da hat er wieder nicht umgeschaltet. Von 303 auf 306 kann das sein. Ja, hat er nicht, genau. Aber wir stellen fest, die 303 ist jetzt die kurze Verbindung zwischen Bad Hübelsdorf und Wieseneck. Finde ich ganz cool. Tja, als nächstes gibt es dann die SB1. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.